Willkommen zurück bei Videogems, willkommen zurück bei Lootgems, mal wieder. Und ich sage gleich, es wird am Ende der Pickups ein kleines Gewinnspiel geben. So, ich fange an, wie so oft, mit Nerdkram, Actionfiguren, Comics etc. Wer nur Videospiele sehen will, klickt bitte unten auf den ersten Kommentar, dort stehen die Timecodes. Dankeschön. Gut, fangen wir an. Ich war mal kurz im Einkaufszentrum, da bin ich zu GameStop gelatscht, weil die machen ja dicht oder die meisten Filialen machen dicht, um zu sehen, ob es da noch irgendwas abzugreifen gibt. Und da war ich auch bei Müller und da habe ich mir diese schöne Figur gekauft. RC von Transformers, und zwar die RC aus dem Film, aus dem echten Transformers-Film. Ja, nicht diese Michael Bay-Dinger. Wer es nicht weiß, RC gab es damals nicht als Figur. Also der Film hat viele neue Figuren eingeführt, unter anderem RC, der, ich glaube, zweite weibliche Autobot in der alten Serie. Und sie gab es damals nicht als Figur. Wahrscheinlich haben sich die Verantwortlichen gedacht, naja, ein Mädchen, ein weiblicher Transformer verkauft sich nicht bei der männlichen Zielgruppe zwischen 6 und 12 Jahren. Ich fand RC immer ganz cool. Sie ist ja ein bisschen angelehnt an Prinzessin Leia. Ne? Das sieht man hier an den Buns. Und ja, ich freue mich, endlich eine RC zu haben. Ich habe, glaube ich, schon eine RC. Ich bin gerade nicht up-to-date, wie meine Transformers-Sammlung aussieht. Das liegt aber auch daran, dass ich in den letzten 2 Jahren ab und zu mal eine Figur gekauft habe, nicht viel. Aber ich konnte die bisher jedenfalls nicht einräumen, da momentan die ganzen beiden Spiele, Zimmer und alles, das ist alles gerade Kraut und Rüben, weil der Kleine halt im Wohnzimmer spielt, vieles musste ich umräumen und das wird wohl dauern, bis ich da mal endlich wieder klar Schiff machen kann. So, ich nehme mal gerade meine Kaffeetasse. Übrigens, ah nee, das erzähle ich gleich. schöner Kaffee. Dann auch bei Müller entdeckt. Es ist kein Transformer, aber es hat was davon. Und klar, es ist billig Spielzeug. Es war auch günstig, aber ich fand's cool. Und zwar World of Dinosaurs Roboter-Dinos. Ey, tut mir leid, also Dinosaurier und dann Roboter-Dinosaurier, die gehen doch immer. Gut, die waren jetzt hier in so einer Packung, also die haben eine Pose. Ja. Aber ich fand's cool. Ich glaube, die können auch. Die haben ja wirklich eine eindeutige Pose. Also die kann man nicht transformieren, aber wo konnte man das denn hier sehen? Ach ja, hier oben. Inklusive Screwdriver. Man kann die auseinandernehmen. Und dann kann man, glaube ich, da andere Sachen dran machen. Das Feature finde ich doch eigentlich ganz nett. So, was haben wir hier noch? Wir haben doch noch ein paar nicht Actionfiguren, aber nah dran. Auch bei Müller. Upsala. Und zwar kleine Nano Metal Fix von den Avengers. Da haben wir einmal Thanos und Iron Man. Classic Iron Man sogar. Also nicht der in der ersten Rüstung. Aber ich würde sagen, das müsste Ende 60er, Anfang 70er Iron Man sein. Und Thanos sah in den Comics eigentlich immer so aus. Ja, ganz nett. Ich habe einige von diesen kleinen Metallfigürchen. Ich glaube, die sind alle von unterschiedlichen Reihen, aber egal, die passen irgendwie alle zueinander. Aber auch hier, die sind im Moment, ja, manche nicht mal ausgepackt, liegen alle auf dem Haufen. Es ist gerade nicht schön, aber das wird noch eine Weile dauern, bis unser Kleiner ein bisschen älter ist und ich das alles schön aufbauen kann und der es nicht mehr runterreißt. Dann haben wir Comics. Ui, 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 ui.
fangen wir mal an, weil wir ja gerade bei Marvel sind. Einmal Spider-Man Blue in der offiziellen Marvel-Comics-Sammlung. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich ihn das geholt habe, ehrlich gesagt. Ich glaube... Ah ja, genau, das ist, wie Peter und Gwen Stacy sich getroffen haben. So eine Miniseries gewesen. Und das ist halt der Sammelband. Ich wollte eigentlich die englische Ausgabe haben, wie immer. Ich mag Comics auf Deutsch nicht mehr. Es gibt sicher tolle Übersetzungen, aber ich finde, die letzten 10, 15 Jahre, da sind die Panini-Superhelden-Comics nicht allzu so schön übersetzt worden, meiner Meinung nach. Nicht so ungut, wenn jetzt ein Übersetzer das mitbekommt. Ich weiß, es ist eine Schweinearbeit und das ist ja alles auch ein bisschen... Übersetzung ist ja auch Kunst. Und der eine sagt, nee, das ist gut so, das gefällt mir, und ich sage, nee, das gefällt mir nicht. Von daher ist aber kein Problem, ich will gar nicht groß drüber meckern, ich kaufe mir einfach die englischen Ausgaben und gut ist. Zum Beispiel auch hier Spider-Man in der Todd McFarlane-Sammlung. Das sind, glaube ich, alle Spider-Man-Ausgaben. Ja, hier steht's auch. Collecting Spider-Man 1 bis 14 und 16. Warum die 15 dabei ist, weiß ich nicht. Written by Todd McFarlane with Rob Liefeld und noch ein paar andere. Wer es nicht weiß, Todd McFarlane, das ist der Erfinder von Spawn und einer der Mitgründer von Image Comics. Bevor er Spawn erfunden hat und Image Comics gegründet hat, war er unter anderem für Marvel beschäftigt. Und er kam dort so gut an, dass er eine eigene Spider-Man-Serie bekam. Spider-Man in den USA... Die Comicreihe hieß nie Spider-Man. Sie hieß The Amazing Spider-Man. Oder es gab The Spectacular Spider-Man oder Web of Spider-Man. Aber es gab nie nur einfach Spider-Man. Und Todd McFarlane hat, ich weiß nicht mehr genau wann, ich glaube Ende 80er, Anfang 90er halt, als Autor und Zeichner, er ist ja eigentlich Zeichner, hier steht es auch, August 90, ja, hat da seine eigene Reihe bekommen, die halt nur Spider-Man hieß. Und die durfte er nicht nur zeichnen, sondern auch die Geschichten für schreiben. Und viele davon gab es auch auf Deutsch damals. Es sind auch einfach ikonische Cover, kennt man vielleicht. Todd McFarlane hat ja auch so einen sehr eigenen, coolen, dynamischen Stil gehabt. Der hat unter anderem das Spaghetti-Webbing erfunden. Hier seht ihr, wie die Netze von Spider-Man aussehen, wie so ineinander gezwirbelte Spaghetti, was vielen Leuten bei Marvel damals nicht gefiel. Ah, die Story kenne ich sogar, die hatte ich damals auch gelesen. Und da hatte ich auch das deutsche Sammelband nachher. Da jagen Wolverine und Spidey den Wendigo. Ach, daran erinnere ich mich, als ich das auf Deutsch gelesen habe damals. Hier gibt's Donuts und das wurde damals mit Schmalzkringel übersetzt. Aber warum auch nicht? Logisch. Donuts gab es in Deutschland so nicht. Gehen wir weg von Marvel und kommen zu den Power Rangers und Godzilla. Ehrlich gesagt frage ich mich, warum es so lange gedauert hat, bis die Power Rangers und Godzilla ein Crossover bekommen haben. Ich meine, seht euch den Dragon Zord vom grünen Ranger an. Der sieht aus wie Godzilla. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist Power Rangers und Godzilla. Ich bin jetzt kein großer Power Rangers-Fan. Ich habe ein paar Comics. Ich habe keinerlei Figuren. Aber auf so Crossover habe ich ja immer Bock. Das wisst ihr. Deswegen muss da einfach sein, Godzilla vs. Power Rangers. So, jetzt kommen wir endlich zum Videospielkram. Ich muss mal sehen. Ah nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Entschuldigung. Es kommen noch zwei Filme vorher. So, es kommen noch zwei Filme. Also, einmal Mortal Kombat Legends Snowblind. Ich mochte ja sehr den ersten Mortal Kombat Legends. Wie hieß er denn nochmal? Scorpion's Revenge, glaube ich. Der hat mir sehr gut gefallen. Ist quasi eine Nacherzählung des allerersten Spiels aus mehr oder weniger Scorpions Sicht. Der zweite, Battle of the Realms, den fand ich enttäuschend, aber auch noch gut. Der war unterhaltsam. Und das ist der dritte, der erzählt eine ganz eigene Geschichte. Da bin ich auch
gespannt drauf. Legen wir das mal hier hin. Und dann, den Film habe ich schon, ich glaube aber auf DVD, und es war mal Zeit, den abzudaten, haben wir hier den ersten Iron Man mit dem Mondo-Cover. Das ist ein Steelbook. Ich mag Steelbooks. Ich weiß, viele Leute finden Steelbooks blöd. Ist noch eingeschweißt. Und der erste Iron Man ist immer noch einer meiner liebsten Marvel-Filme, meiner liebsten MCU-Filme. Ich glaube, es ist mittlerweile nicht mehr mein Liebster, aber wie gesagt, ist einer meiner Liebsten. Und ja, was soll ich zum ersten Iron Man sagen? Der hat's richtig gemacht. Und der hat dafür gesorgt, dass meiner Meinung nach wir endlich Comic-Adaptionen bekommen, die den Comics gerecht werden. Jetzt kommen wir endlich zu den Videospielen. Erstmal meine Ausbeute von GameStop. Denn ich habe tatsächlich da was abgegriffen. Es war schon nicht mehr allzu viel los. Ich meine, die letzten Monate oder Jahre haben die sowieso sehr umgeschwenkt von Spielen auf Merchandise. Also ich glaube, ich war 2 Jahre nicht da, dann bin ich mal hin und war erschrocken, weil das ja im Grunde Merchandise-Stop war. Und das Schöne war aber jetzt, also wie gesagt, vieles war nicht mehr da oder halt nur noch Schrott übrig, aber 3 Sachen habe ich gefunden und vieles war auch 30 oder sogar 50% rabattiert. Ich habe mir einmal besorgt. Doom Eternal. Ich fand ja das Doom Remake sehr gut. Hat eine Weile gebraucht, bis ich warm damit wurde, aber dann fand ich es ziemlich gut. Und der Nachfolger, den wollte ich eigentlich direkt haben, aber die Videos haben mich doch ein bisschen abgeschreckt. Aber jetzt bei dem Preis, also ich habe keine Ahnung, wann ich es spielen werde, aber bei dem Preis auf jeden Fall musste das sein. Dann haben wir noch Death Stranding Director's Cut. Ich habe auch das erste Death Stranding für PS4. Ich habe es aber noch nicht gespielt. Ich wollte es immer, weil ich glaube, also es ist nicht unbedingt das, was ich von Kojima wollte, aber ich glaube, es ist doch relativ entspannt. Und ja, Gott, Leute, ich habe noch so viel zu spielen und ich komme zu so wenig. Keine Ahnung, wann ich dazu komme. Wisst ihr was? Ich muss das mal eben hier ein bisschen verschieben. Sonst habe ich ja nachher keinen Platz mehr. Upsala. Komme ich bestimmt an die Kamera, ne? So. Oh ja, ich bin wirklich ein bisschen an die Kamera gekommen. Wartet mal, Leute. So, ich muss mal eben neu justieren. Ne? Warum geht denn das nicht? Aha. Timo und Technik. So. Entschuldigt. Ja, Death Stranding Director's Cut. Und dann, jetzt habt ihr schon ein bisschen gesehen, ne? Habe ich endlich Shovel Knight gekauft. Ich glaube, das ist die volle Collection. Wollte ich eigentlich mal für Wii U haben, aber hier in der vollen Collection für die Xbox, da sind unter anderem auch die Battletoads dabei. Und ich habe das schon wirklich lange, lange auf meiner quasi To-Play-Liste. Jeder schwärmt mir vor, Timo, du magst doch hier Retro und auch ein paar Neo-Retro-Spiele. Schau dir endlich Shovel Knight an. Ja, halt's Maul, ich hab's jetzt endlich. Wann ich es spiele, weiß ich aber noch nicht. Dann, endlich angekommen, Dino Crisis. Ich habe Dino Crisis schon für Dreamcast. Ich kam nie dazu, es wirklich zu spielen. Ich habe es irgendwann mal angespielt. Ich habe zugesehen, wie ein Kumpel gespielt hat. Aber ich gebe es zu, ich muss es noch nachholen. Und da ich Dreamcast im Moment nicht streamen kann, habe ich gesagt, los Leute, wir wollen ein neues Let's Play auf dem Stream machen, auf Twitch. Und dann besorge ich mir Dino Crisis einfach für PlayStation. So. Und ja, das ist die US-Version, wie ihr seht. Ich glaube, die deutsche ist nicht geschnitten, aber ich habe die US-Version von Teil 2. Also dachte ich, hole ich mir auch die von Teil 1. Ja, ist leider ein bisschen ramponiert. Aber dafür war der Preis ganz ordentlich und vielleicht
tausche ich die Hülle einfach aus. Jedenfalls heißt das, wahrscheinlich nächstes Wochenende wird gestartet mit Dino Crisis. Let's Play auf meinem Twitch-Kanal. Deep 4 kam ja gut an, außer bei mir. Wer es nicht weiß, Deep 4 ist ein legendäres Survival-Action-Adventure oder Horror-Action-Adventure für Sega Saturn exklusiv. Das habe ich geletzplayed auf meinem Twitch-Kanal und viele halten es für gut oder für einen Geheimtipp. Ich fand's rotze schlecht. Ich mache kein Video dazu. Wenn ihr meine Twitch-Sachen sehen wollt, dann schaltet auf Twitch ein. So, dann habe ich was aus der Kategorie Fragt nicht. Rise of the Robots für Super Nintendo. Ja, fragt nicht. Ihr werdet schon sehen. Dann. Warum habe ich das nochmal gekauft? Ach so, ja, das war im selben Paket wie Rise of the Robots. Ich wollte Rise of the Robots haben. Fragt nicht. Und dann habe ich das hier noch gesehen. Eigentlich ist es indiziert und ich habe es auf RetroPlays gekauft. Aber ich konnte es kaufen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war. Es gibt ja jetzt ein neues Design und das war noch recht verbuggt. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war, dass ich es kaufen konnte oder weil ich halt diesen Light VPN von Opera aktiviert hatte. Aber ist mir auch egal, ich hab's. Cold 4. Auch ein Horror-Action-Adventure. Das auch viele als Geheimtipp sehen. Als eine Art legitimer Nachfolger von Alone in the Dark. Obwohl Alone in the Dark ja nicht von Ubisoft ist. Das ist die Ösi-Version, ne? Also es ist auf Deutsch. Also ich spiele auf Englisch, aber es ist auf Deutsch. Aber ungeschnitten. Oh, hier seht ihr sogar. Indiziert, boah. Ja, keine Ahnung, wann ich dazu komme, das zu spielen. Aber immerhin habe ich es jetzt endlich. Dann noch ein Spiel. Da habe ich den Kickstarter leider verpasst, aber also als ich nachgefragt hatte, hieß es, nee, Kickstarter verpasst, das kann man nicht einfach so kaufen. Aber sie hatten jetzt doch noch Exemplare übrig, nachdem wohl Kickstarter ausgeliefert wurde. Und zwar ein neues Mega Drive-Spiel. Insane Pain. Von Blast Process Games. Ich weiß nicht, ob das ein rein deutsches Team ist oder nur ein paar deutsche Mitglieder hat. Auf jeden Fall ist es ein Fighting Game, ihr seht, mit vorgerenderter Grafik. Und da bin ich doch schon schwer gespannt, weil Fighting Games gerade auf den 16-Bit-Konsolen sind ja doch sehr schwierig zu entwickeln. Es ist, ihr seht, es ist keine normale Mega Drive-Hülle, es ist so eine schöne Papphülle. Wir haben hier eine coole Trading Card. Postkarten, wir haben hier eine Anleitung und dann haben wir hier das Spiel. Ich glaube, also da werde ich noch ein eigenes Video zu machen, denn da bin ich sehr gespannt, wie das geworden ist. Aber allein der Aufwand, der hier betrieben wurde, da was Schönes zu machen, ich bin sehr froh, dass ich es bekommen habe. Und ich bin schwer gespannt, wie das Spiel ist. So, dann war mein guter Kumpel Patrick, der beste JoJo's-Regisseur der Welt. Und auch toller Synchronsprecher und sehr guter Freund. Patrick ist einer meiner Lieblingsmenschen, kann ich so sagen. Nicht nur, weil er mir Stuff aus Japan mitbringt. Nein, Patrick ist ein guter Mensch. Ich finde, das kann man nicht von allzu vielen Menschen behaupten. Patrick ist ein guter Mensch. So. Und er hat mir wieder Sachen aus Japan mitgebracht. Ein Dreamcast- und Japan-exklusives Spiel. Sports Jam. Sports Jam ist eine Spielhallenumsetzung. Ich nehme mal an, es lief in der Spielhalle auf dem Naomi-Board, was ja fast baugleich zum Dreamcast ist. Also Umsetzungen sind da sehr easy. Und Sports Jam ist eigentlich, ja, man sieht es hier nicht so richtig, na, wird scharf. Es ist sozusagen eine Mini-Sammlung an verschiedenen Sportdisziplinen.
Da muss man halt punkten und wer am Ende alle Punkte hat, wird der Sieger. Es ist, ja, man kann es ein bisschen vergleichen mit sowas wie Track and Field, Athlete Kings, Winter Heat. Wobei ich sagen würde, mit diesen Sportdisziplin-Minigames kommt es eher an dieses, wie hieß denn das von Capcom? Capcom Sports Club oder so ähnlich, glaube ich. Wobei man da ja wirklich Matches absolviert. Hier nicht, das ist wirklich eigentlich eine Minispielsammlung. Man kann sich natürlich fragen, warum hat Sega das für Dreamcast umgesetzt? Es gab so viel Naomi-Spiele, die nicht umgesetzt wurden, die alle eigentlich besser gewesen wären in meinen Augen. Dennoch freue ich mich, es endlich zu haben. Dann ein Spiel, PlayStation exklusiv. Es gibt auch eine US-Version, die ist aber etwas teurer. Deswegen habe ich Patrick befohlen, mir die japanische zu besorgen. Und dann kann ich einfach eine Kopie der US-Version spielen. Und zwar Sayuki. Wunderschönes Artwork. Es geht um die altbekannte Geschichte Reise nach Westen. Hier mit dem Affenkönig, dem Priester, dem Schwein, dem Kappa etc. Und es ist ein Strategie-RPG. Wie Wendell Hearts, Final Fantasy Tactics und so weiter und so fort. Ich habe damals die kopierte US-Version ein bisschen gespielt und fand's cool und wollte es seitdem immer haben. Jetzt habe ich es endlich. Ich freue mich sehr. Und das Letzte, was Patrick mir mitgebracht hat. Und zwar Fighting Climax Ignition. Ich glaube, es hat noch einen anderen Obertitel. Heißt das nicht Dengeki Buku oder Dengeki Bunku Fighting Climax Ignition? Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Es ist ein 2D-Fighting-Game. Und das Besondere ist, also ich mag ja diese Anime-Air-Dash-Fighter nicht, das wisst ihr. Und das ist schon, ja, das ist eigentlich genau die Kategorie, die ich nicht leiden kann. Es hat Figuren aus verschiedenen Visual Novels. Wer es nicht weiß, Visual Novels, das ist sowas wie animifizierte Groschenromane. Nichts für ungut, liebe Anime-Freunde, aber es ist eigentlich so. Was ja nichts Schlechtes sein muss. Und, ich sehe gerade, ja, hier ist Emilia und Mao von Devil is a Part-Timer, wo ich ja Buch und Regie für die deutsche Fassung habe. Und ja, es ehrt mich immer sehr, wenn einige sagen, das ist die beste deutsche Anime-Synchro. Ich weiß nicht, ob man es so sagen kann. Ich weiß nur, wir hatten viel Spaß und es kam gut an und das freut mich natürlich. Die neue Staffel werde ich wahrscheinlich nicht bearbeiten, denn ich wurde bisher nicht angefragt. Aber das ist auch völlig egal. Warum ich das haben wollte, weil es ja überhaupt nicht mein Ding ist. Man sieht es hier leider nicht. Aber als Gaststars sind hier Akira Yuki und Pai-chan aus Virtua Fighter dabei. Virtua Fighter. Das erste 3D-Fighting-Game, das renommierte 3D-Fighting-Game. Teil 5 gilt als eines der besten Spiele aller Zeiten. Und das ist jetzt in einem Anime Air Dash Fighter. Der Held von Virtua Fighter ist in einem Anime Air Dash Fighter. Das muss ich mir doch mal angucken. Ich bin sehr gespannt, wie Akira sich da spielt. Ja, Freunde, das war meine Ausbeute. Und jetzt, ich nehme noch mal gerade einen schönen Schluck hier. Jetzt kommen wir, upsala. Jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Und zwar, wenn ihr jetzt euch gedacht habt, Mensch, so eine Tasse Kaffee wäre schon geil. Und besonders wäre das geil, wenn es aus so einer hübschen Videogems-Tasse wäre. Dann kann ich euch helfen. Denn ich verlose. Jetzt kriege ich das nicht auf. So. Es tut mir leid, der Sound ist gerade bestimmt brachial. So. Entschuldigung. Ich verlose 3 dieser wunderschönen Videogems-Tassen.
Es gibt auch einige im Umlauf da draußen. Ich glaube, 2, 3 Retro-Gaming-Freunde haben auch so eine von mir bekommen. Upsala. Was ihr dazu tun müsst. Ihr geht in diesem Video unten auf die Beschreibung. Dort ist ein Link zu meinem Discord-Channel. Euerchen, tut mir leid. Dort meldet ihr euch an. Sagt mal Hallo im Off-Topic oder so. Und dann möchte ich von euch euer liebstes Videospiel wissen, das viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Also sozusagen euer liebster Videogem. Es kann ein Spiel sein, das generell ein bisschen unbekannter ist oder nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es verdient hat, eurer Meinung nach. Oder ein Spiel, das vielleicht damals eine eher schlechte Wertung kassiert hat und ihr meint, nein, ungerechtfertigt. Es sollte Retro sein und dazu zähle ich alles von vor 2 Generationen. Also Xbox 360, PlayStation 3, Wii, das würde noch zählen und alles davor. Also ihr könnt zum Beispiel, ach, keine Ahnung, Viking Battle for Asgard für Xbox 360 oder so könnt ihr zum Beispiel nennen. Also meldet euch auf meinem Discord-Channel an und schreibt am besten in dem Retro-Spiel des Tages kurz, was ist euer liebster persönlicher Videogem? Das würde ich gern wissen. Und dann, ich würde mal sagen, ich lasse das eine Woche laufen. Das Video hier kommt an einem Mittwoch und der Mittwoch darauf, würde ich sagen, da ist Einsendeschluss und dann werde ich halt 3 Leute rauspicken, also der Zufall wird 3 Leute rauspicken und ich werde sie dann auf Discord, ganz wichtig, anschreiben, wer dann gewonnen hat. Alles klar, Freunde. Das war es für diese Folge Loot Gems. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich wünsche euch noch was. Wir lesen, schreiben und hören uns das nächste Mal. Und denkt daran, Video Gems. Alle anderen spielen Probe.